Der große Bahnhof in Paris besiedelt nun auch protokollarisch, was diplomatisch schon längst der Fall war. Normale Beziehungen Frankreichs mit dem zweiten deutschen Staat. Also die Sache mit dem ersten oder zweiten deutschen Staat, guten Abend meine Zuschauerinnen und Zuschauer, wollte man wirklich diese Frage austragen, müsste man natürlich zunächst feststellen, zeitlich gesehen war die BRD zuerst da, weil sie abgespalten wurde vom Deutschen Nationalverband. Aber die Deutsche Demokratische Republik ist der erste sozialistische deutsche Staat, während die BRD der letzte kapitalistische Staat auf deutschem Boden ist. So will es die Geschichte. Was sagt der CDU-Fraktionsvorsitzende zu einer Intensivierung der Kontakte zwischen Volkskammer und Bundestag? Ein Kontakt zwischen der Volkskammer und dem Bundestag ist eine Krönung, die erst noch verdient werden muss. Mauer, Stacheldraht und die Verhältnisse in Deutschland insgesamt schließt das vorerst aus. Aha, meint Herr Dr. Drecker. Also die Verfassung ist von völkerrechtlichem Gewicht gegenüber einem anderen Staat. Ich dachte bisher immer, Völkerrecht bricht Landesrecht. Das hat ja wohl internationale Gültigkeit. Was geht uns zum Beispiel Bonns Grundgesetz an? Weder die Existenz einer Grenze noch Verhältnisse, Verhältnisse etwa im Ruhrgebiet oder in Arbeitsämtern oder Obdachlosenasylen werden Kontakte zwischen unserem Parlament in Berlin und dem Bonner Bundestag ausschließen. Nun hörten wir oft vom Rhein her, Bundestag und Volkskammer seien nicht gleichwertig, weil der Volkskammer eine demokratische Legitimation abgehe. Man sollte doch nicht derart auf historische Vergesslichkeit oder Unkenntnis spekulieren. Wie war denn das vor 39, bald 40 Jahren? Es ist doch bekannt, wie Bundestag und Volkskammer entstanden sind. In Bonn ernannten 1948 ausländische Besatzungsmächte willkürlich ausgewählte Politiker zu parlamentarischen Räten. Diese bastelten am Entwurf eines Grundgesetzes und mit diesem Verfassungsentwurf wurden sie 36 Mal auf den Petersberg zitiert, ins Siebengebirge, wo nicht die sieben Zwerge, sondern Vertreter der drei Westalliierten residierten. Dort haben dann diese Ausländer jedes Mal im Entwurf der nicht gewählten parlamentarischen Räte herumredigiert. Dann konstituierte sich der nicht gewählte, sondern von Ausländern ernannte Parlamentarischer Rat im Bonner Museum König als provisorischer Bundestag und setzte die von Ausländern redigierte Verfassung in Kraft. So entstand die BRD. Bei uns in der damaligen sowjetischen Besatzungszone wurden Volkskongresswahlen durchgeführt. Die vom Volk gewählten Abgeordneten erarbeiteten einen Verfassungsentwurf und legten ihn der Bevölkerung zur Diskussion vor. Nach langer und breiter Volksaussprache wurden Hunderte von Vorschlägen aus Betrieben und Neubauernhöfen, aus Dörfern und Städten in den Verfassungsentwurf eingearbeitet. Als dann die drei Westzonen in eine Bundesrepublik umgewandelt wurden, proklamierte sich unser Deutscher Volksrat als provisorische Volkskammer und die vom Volk gewählten Abgeordneten setzten die vom Volk gutgeheißene Verfassung in Kraft. So entstand die Deutsche Demokratische Republik. Wer über weniger demokratische Legitimation verfügt, sollte man also hinter den sieben Bergen besser nicht in die Debatte einbringen. Außerdem gibt es einen Grundlagenvertrag zwischen beiden gleichberechtigten und natürlich gleichwertigen deutschen Staaten, und das ist Völkerrecht. Zum anderen gibt es das Protokoll des Staatsratsvorsitzenden der Deutschen Demokratischen Republik und des BRD-Kanzlers, das Gleichberechtigung, die Unantastbarkeit der Grenzen und des Territoriums der anderen Seite und gegenseitige Souveränität zusichert. Wobei es begrüßenswert ist, dass der Bundestagsfraktionsvorsitzende der CDU-CSU, Dr. Dregger, gerade gegen die Gefahr einer atomaren Feuerwand zwischen beiden deutschen Staaten Stellung bezogen hat und der Bundeskanzler in den USA und im Bundestag gegen eine Modernisierung nuklearer und anderer Waffensysteme auf dem Boden der BRD. Das sogenannte Deutschlandpapier aber spricht von Europa und schließt damit West-Berlin, das ohnehin nicht zur BRD gehört, und die Deutsche Demokratische Republik ein. Und das ist vertragswidrig, realitätsfern,
nationalistisch, großdeutsch, pangermanistisch, also ein Rückfall auf den Scherbenhaufen, den Konrad Adenauer hinterlassen hatte.